Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute bei Ami antwortet geht es um die Frage von Chez Franck. Vielleicht spricht man ihn auch Chez Franck aus, Französisch, ich weiß es nicht. Er fragt auf jeden Fall, wenn man eine leichte Zahnfleischentzündung hat und diese Entzündung abklingt, kann sich das Zahnfleisch dabei eventuell etwas zurückziehen? Bevor ich die Frage beantworte, abonniert unbedingt meinen Kanal und gebt mir auch einen Daumen nach oben und am besten teilt ihr das Video noch, teilt es mit jedem, der sich für Zahnpflege interessiert oder wenn ihr in irgendwelchen Zahnforen unterwegs seid. Damit helft ihr meinem Kanal zu wachsen, unterstützt meinen Kanal und helft mir dabei, einfach noch mehr Menschen erreichen zu können und dementsprechend auch noch mehr Menschen damit helfen zu können. Und jetzt zur eigentlichen Frage. Kann es sein, dass das Zahnfleisch sich zurückzieht, nachdem eine Entzündung vorhanden war, wenn die Entzündung dann abklingt? Ja, das kann auf jeden Fall sein, dass sich das Zahnfleisch dann zurückzieht. Es ist nämlich so, in den meisten Fällen, wenn ein Zahnfleisch entzündet ist, dann ist es auch geschwollen. Wenn die Entzündung dann abklingt, dann geht auch die Schwellung zurück. Und das kann dann so aussehen, als ob sich das Zahnfleisch zurückzieht. Also es geht tatsächlich ein Stück zurück. Allerdings muss man sagen, es hat dann eigentlich meistens den Normalzustand erreicht. Also vorher war es geschwollen, es war also, ich sag mal, dicker und ging mehr über den Zahn rüber, als es normalerweise der Fall wäre durch die Schwellung. Dann klingt die Entzündung ab und die Schwellung geht zurück und dann geht das Zahnfleisch in den Normalzustand zurück. Also es kann so aussehen, als ob es sich zurückzieht, obwohl es jetzt der Normalzustand ist. Was aber auch sein kann, ist, dass es sich tatsächlich zurückzieht. Also dass es weiter zurückgeht als der Normalzustand, aber dann nicht, weil die Entzündung abklingt, sondern während die Entzündung besteht. Also aufgrund der Entzündung zieht sich das Zahnfleisch zurück. Und das sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Also einmal kann es nur so aussehen, als ob, wenn die Schwellung abklingt, oder aber es hat sich tatsächlich zurückgezogen, weil es entzündet war. Also die Entzündung kann auch dazu führen, dass sich das Zahnfleisch zurückzieht. Es ist auch eine Sache, die man tatsächlich selber merken kann, jetzt nicht nur rein optisch, dass man vielleicht an sich beobachtet hat, dass das Zahnfleisch zurückgegangen ist, sondern ganz häufig ist das der Fall, wenn jemand niemals Zahnseide oder Interdentalbürsten benutzt hat, dann ist das Zahnfleisch in den Zahnzwischenräumen fast immer entzündet, weil da einfach nie gereinigt wurde. Und das Zahnfleisch ist dann meistens auch etwas geschwollen. Wenn die Person jetzt anfängt, Interdentalbürsten zu benutzen, dann wird diese Entzündung abklingen und damit auch die Schwellung zurückgehen. Und dann merkt die Person vielleicht nach einigen Wochen, dass sie jetzt größere Interdentalbürsten braucht. Dass eine größere Größe jetzt dazwischen passt und die sie vorher benutzt haben, auf einmal zu klein sind und ganz leicht da reingehen. Und daran kann man nämlich merken, dass das Zahnfleisch entzündet und geschwollen war und die Schwellung jetzt abgeklungen ist. Das wiederum darf man aber nicht mit einem anderen Fall verwechseln. Es kann auch mal sein, wenn jemand Interdentalbürsten benutzt und damit vielleicht zu grob ist, sich damit verletzt und das häufiger, nicht nur einmal, sondern regelmäßig da drin rumstochert und da sehr, sehr grob vorgeht und vielleicht auch eine zu große Größe verwendet. Das reizt das Zahnfleisch und auch dann kann sich das Zahnfleisch zurückziehen. Das ist natürlich ein Fall, den wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Das ist nicht normal, das sollte nicht passieren. Der andere Fall, wenn es erst entzündet und geschwollen war und man anfängt mit Interdentalbürsten, die Schwellung klingt ab und das Zahnfleisch geht zurück, man braucht eine größere Größe, das ist ja normal, das ist ja gewünscht. Wir wollen ja, dass die Entzündung weggeht und die Schwellung abklingt. Der andere Fall, wenn man zu grob ist und man dann größere Größen braucht, weil sich das Zahnfleisch zurückgezogen hat, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig als Laie zu unterscheiden, weil der Laie weiß nicht unbedingt, welcher der Fälle jetzt zutrifft und ob das Zahnfleisch entzündend war oder nicht. Zum Thema Zahnfleischentzündung mache ich auf jeden Fall auch noch mal ein separates Video. Bis dahin guckt ihr aber auf jeden Fall mein Video zum Thema Plaque an. Ich verlinke das einmal hier oben in der Ecke und auch unten in der Beschreibung. Denn wenn du verstanden hast, was Plaque ist, dann wirst du auch das gesamte Konzept verstehen, was Zahnfleischentzündungen sind, wie die entstehen, wie Karies entsteht,
wie Parodontitis entsteht und so weiter. Also Plaque ist wirklich die Grundlage. Schau dir unbedingt das Video an. Wie gesagt, ich verlinke es einmal. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und drück auch auf die Glocke. Dann wirst du nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. So verpasst du auf jeden Fall keins. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.